Wollen Sie dem Ausverkauf deutscher Interessen nicht länger tatenlos zusehen? Ist Merkel für Sie einfach nur noch pfui? Möchten Sie den verdammten Politiker mit Ihrer Trillerpfeife endlich mal so richtig schön das Trommelfell durchblasen? Richtig so, denn Luftschlösser brauchen keine Baugenehmigung. Noch sitzen Volksverräter, Lügenpack und eine korrupte Clique Gutmenschen am längeren Hebel und gestalten Deutschland um zu einer Gesinnungsdiktatur, Bimbisrepublik, einem käuflichen Saustall. Aber nicht mehr lange, denn ab heute wird zurückgepöbelt. Regeln und Knochen, beides wird gebrochen. Egal was, aber machen Sie was, handeln Sie. Denn Handeln kommt von Hand und nicht von Maul. Sonst wird es nämlich Maulen heißen. Und Volk kommt übrigens von Folgen. Besorgte Bürger zeigen dem Schuldkult die rote Karte. Der Unrechtsstaat wird ausgebuht. Endlich hat der Wutbürger 2.0 die Bühne betreten. Für Hetzer, abgehängte Trolle, Störer, Querulanten und Privatsheriffs gilt ab sofort, brüll dich frei. Denn nur wer ordentlich schreit, kann abends gut schlafen. Übrigens, Verschwörungsrhetorik, eine Anleitung, wie Sie die geilsten Hasskommentare schreiben, oder auch Vernichtungsmetaphorik, können Sie jetzt bequem online runterladen. Auch die Volkshochschulen haben den Trend erkannt und bieten Kurse an. Vorhandene Ängste stärken, noch nicht vorhandene Ängste wecken. Aber Achtung, zu viel Wut ist auch nicht gut. Bei mehr als 50% Hass im Blutkreislauf drohen gesundheitliche Probleme. Mein Tipp für Berufsväter, zwischendurch mal runterkommen. Anti-Stress-Pille, ein Standboxsack oder sogenannte Klatschpappen können Wunder wirken. Auf Schrottplätzen können Sie Autos kaputt schlagen und sich so mal richtig schön austoben. Und wenn alles nicht mehr hilft, schaffen Sie sich einen Sumo-Ringer-Anzug aus Schaumstoff an. Mit dem können Sie sich bequem prügeln oder einfach mal aus dem Fenster springen. Wandeln Sie sich von Mayonnaise zum Ketchup-Typen. Ein erster Schritt, wenden Sie doch einfach mal auf der Autobahn. Oder buchen Sie Ihren nächsten Urlaub in Finsterwalde. Das sympathische Städtchen im Süden Brandenburgs freut sich über wirklich jeden Neuankömmling. Und denken Sie daran, die besseren Töpfe stehen auf den hinteren Herdplatten. Seien Sie nicht länger Opfer. Ihr neues Motto lautet ab sofort, ich, jetzt, ham, 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 alle Scheiße. Das wird man doch wohl noch sagen dürfen. Und wem das nicht passt, abwählen, hau ab, verpiss dich. Als Mensch zu dumm und als Schwein zu kleine Ohren. Und eines noch, gehen Sie auf keinen Fall zur Wahl. Denn wer wählt, der macht auch heimlich Bauch, Beine, Po. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen recht schönen guten Abend.